Gibt's was Schöneres, als im Liegestuhl zu liegen, im Garten und die Sonne scheint? Ja, okay, die Sonne kann ich heute nicht bieten, aber ich kann Ihnen heute den Bertram bieten. Der sitzt neben mir. Der hat sich in den Kopf gesetzt, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Dein Projekt nennst du Mikrolandwirtschaft. Erstmal die Frage, wo sind wir hier? Man muss die Adresse nicht genau sagen, aber wo sind wir, wer du bist, und dann erklärst du mir, was Mikrolandwirtschaft bedeutet. Hallo, wir sind hier in Mannheim auf einem von uns gemieteten Feld und bauen hier in Gemeinschaft unser Gemüse an für die Selbstversorgung. Was heißt bauen in Gemeinschaft? Ihr seid ein großer Verein, der sich jetzt hier jeden Sonntag trifft und die Spaten in die Hand nimmt? Oder wie läuft's ab? Nein, wir haben von einem Landwirt einen halben Hektar Feld gemietet und den in 100 Quadratmeter großen Feldstücken weiter vermietet. Und auf den 100 Quadratmetern baut jeder Mieter sein Gemüse an. Aber angeleitet von uns mit digitalen Anleitungen und mit Anbauempfehlungen für Mischkulturen, die wir zur Verfügung stellen. Saatgut gibt es auch von uns dazu. Außenrum hast du mir erzählt, da sind noch Gemeinschaftsflächen. Wie verhält sich das damit? Neben dem eigenen Feldstück gibt es eben noch diese Gemeinschaftsflächen. Da wachsen Kartoffeln, Mais, Bohnen, Ringelblumen und Kürbisse drauf. Die haben wir in einer Gemeinschaftsaktion am Anfang des Jahres gelegt und gesät. Und da kann jetzt jeder so viel ernten, wie er braucht. Warum willst du die Landwirtschaft revolutionieren? Ach, jetzt habe ich schon wieder den Hahn vergessen. Habe ich den Hahn vergessen? Oder mache ich ihn jetzt noch? So, jetzt aber an der richtigen Stelle. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Neuschem Garten, der Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Auch mir passieren Fehler. Ich bin jetzt 8 Tage lang unterwegs. Warum willst du die Landwirtschaft revolutionieren? Es hat sich ja also gezeigt, dass mit der industriellen Landwirtschaft die Böden immer weiter ausgelaugt werden und die Biodiversität immer stärker zurückgeht. Und wir wollten da ein Gegenmodell entwickeln, um eben das gut ist fürs Klima, das gut ist für die Tiere, für den Boden und aber auch für die Menschen, die hier mitarbeiten, weil es eben auch ein soziales Projekt ist. Die Menschen aus der Nachbarschaft treffen sich hier wieder und arbeiten zusammen, lernen sich kennen und natürlich auch lernen, wie man sich selber Gemüse anbaut. Ja. Ist ja auch was, sag ich mal, ja, ein großer Bildungsaspekt da dran. Ja, was ist für dich der vorrangige Punkt, die Gemüse- oder die Nahrungsmittelerzeugung oder der Bildungsaspekt, der erzieherische Aspekt dabei? ja, das ist, also ich würde sagen, vorne dran steht schon der Gemüseanbau. Wir wollen Gemüse produzieren, aber auch der Gemeinschaftsaspekt ist da oder der soziale Aspekt ist doch auch wichtig. Aber vorne steht schon die Gemüseproduktion, ja. Bertram, jetzt gibt es ja solche Projekte. Du bist nicht der Erfinder davon. Also in diversen Schattierungen gibt es solche Projekte ja schon reichlich und habe ich auch auf meinem Kanal schon oft vorgestellt. Was unterscheidet dich jetzt von anderen? Ja, also es gibt Gardening, wo, sag ich mal, in noch kleineren Strukturen Gemüse gemeinschaftlich angebaut wird. Und dann gibt es die solidarische Landwirtschaft, wo ein ganzer Bauernhof betrieben wird. Wo du auch schon Erfahrung mit hast. Wo ich auch schon Erfahrung mit habe. Und wir sind jetzt quasi die Mitte, machen Urban Gardening auf dem Acker oder solidarische Landwirtschaft in klein. Unterscheiden uns von anderen Projekten, die auch
so einen Mietgarten habe, Stücke, Feld vermieten, ja. Dadurch einerseits, dass wir recht große Stücke die vermieten. Sind wie groß? 100 Quadratmeter. Zu welchem Preis? 360 Euro pro Saison. Und 100 Quadratmeter sind genug bei uns jetzt so für 6 bis 8 Personen. Das heißt, sind auch dann meistens bei uns sind es ungefähr 4 Leute, die das zusammen machen. Und so wird die, sag ich mal, die Betreuung auf mehrere Schultern verteilt. Und das ist auch ein Erfolgsgarant. Das andere ist, wir haben auch noch Gemeinschaftsflächen dazu. Das haben die anderen Projekte in der Regel nicht. Und legen auch auf den sozialen Treffpunkt in der Mitte ja. Am Gemeinschaftsplatz Wert. Jetzt hast du mir gesagt, du bist Softwareberater. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Du hast den falschen Job gewählt und hast schon als Kind davon geträumt, Landwirt zu werden. Oder du bist eines Tages aufgewacht. Es gibt 3 Möglichkeiten. Oder du bist eines Tages aufgewacht und hattest gesagt, ich habe Heureka, ich habe es gefunden. Oder du ist zufällig mal bei YouTube ein Video von mir vorgeschlagen worden und hast gesagt, ey, das, was der macht, das ist doch toll, das will ich auch. Was war der Grund? Ja, ein bisschen beides. Also ich habe jetzt mit dem Projekt hier die Möglichkeit, einerseits meine Begeisterung für den Garten mit meiner Begeisterung für die Software zu verbinden. Denn das ist ja ein, sag ich mal, Software-gestützte Gemüseanbau. Also bevor das die Leute überhaupt loslegen, informieren die sich auf deiner Internetseite und lesen sich erstmal das Wissen an, was sie, dass eine Kartoffel in die Erde muss und nicht am Baum wächst. So Pi mal Daumen. So ganz genau, so ist es. Wie wir da drauf gekommen sind, ist aber, dass wir einerseits gesagt haben, wir brauchen jetzt, wir wollen neu denken, wie die Landwirtschaft der Zukunft sein könnte, und haben gesagt, wenn die, dass wir das dezentral hinkriegen wollen, ohne eine zentrale Steuerung, und zwar produziert durch die Verbraucher selbst. Das zweite ist, also so ein bisschen wie, ja. Wie Wikipedia ja. Gardening, genau. Das zweite ist, dass ich ein Buch geschrieben habe, das heißt Reinventing Business, und da drinne habe ich beschrieben, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln könnte. Kann oder wird? Kann oder wird, genau. Oder sollte? Nein, das war eher kann, das war meine Vorstellung, wie das gehen könnte, und daraus hat sich eben dann entwickelt. Jetzt ist Gemüseproduktion ja nun nur ein kleiner Teil der Landwirtschaft. Auf den meisten Flächen steht ja Weizen, Zuckerrüben, Mais und dergleichen. Jetzt mal eine provokante Frage. Ließe sich das auch in dieser, wie hast du gesagt, wie heißt das? Mikrolandwirtschaft. Ja, Mikrolandwirtschaft oder und diese Ökonomie, Gemeinschaftsökonomie oder wie. Du hast mir erzählt in dem Vorgespräch Geschenkeökonomie. Ja, genau. Sind das Dinge, die vereinbar sind? Unter Umständen, ich würde sagen, vielleicht. Also, aber das habe ich jetzt im Moment noch keine Idee, wie das gehen könnte. Du hast ja selbst mal Weizen angebaut, ja. Aber da habe ich gesehen, okay, das ist also für uns nichts. Okay, du bist also hingegangen, hast dich umgehört, hast eine Fläche gefunden, diesen halben Hektar hier, hast gesagt, okay, die teilen wir auf in 100 Quadratmeter Flächen, und dann hast du halt in der Zeitung inseriert und hast so Pi mal Daumen, und dann standen die Leute, die hast mir erzählt, 80 Leute auf einmal, und die alle sagten, oh ja, so ein Ding will ich. Ja, also wir haben das auf verschiedenen Kanälen, einerseits in der Zeitung, dann aber auch haben wir einen Flyer in Briefkästen eingeschmissen in der direkten Nachbarschaft, und haben aber auch auf Facebook und so Werbung geschaltet, und dann kamen eines Regentags da diese Menschen waren begeistert. Vom ersten Tag an, ja. eine Partei hier auf dem Feld, haben sie begonnen, Jungpflanzen vorzuziehen, und waren dann, als es hier dann losging,
dann schon mit einer ganzen Batterie, mit einer ganzen Palette verschiedenster Jungpflanzen da. Und die Leute sind begeistert, die Rückmeldungen sind toll. Ich habe mich gerade eben mit jemandem unterhalten auf einer Parzelle, die es nicht aufs Bild wollte. Die sind alle vollkommen begeistert. Die machen das aus Überzeugung. Ja, die machen das aus Überzeugung, sind begeistert. Manche haben mehr Zeit, andere haben weniger Zeit. Oft sind es mehr Generationen, mehrere Generationen, die das zusammen machen und die sich eben die Arbeit dann aufteilen. Du stellst denen Werkzeug, die brauchen eigentlich nichts anderes, als ihre Arbeitskraft mitzubringen. Genau, und ein gewisses Verständnis für, was sie machen. Aber das liefern wir quasi auch schon mit. Du lieferst auch Samentütchen mit. Du gibst ihnen einen kompletten Anbauplan, den sie umsetzen können, aber nicht müssen. Genau. Also wenn du jetzt eine Mischkultur hast, dann hast du ein Tütchen auf dem und dem Beet. Kannst du dieses Tütchen aussäen und das passt dann. Genau. Gut, jetzt hast du ja die Vision, diese Geschichte populärer zu machen. Was schwebt dir vor? Also, unsere Utopie ist, dass um die Städte rum und dann auch um die Dörfer ein Gürtel oder ein Streifen von Mikrolandwirtschaftsgemeinschaftsgärten entsteht. Das heißt, dass jeder Stadtteil versorgt ist mit einem Feld zum gemeinschaftlichen Gemüseanbau. Das wollen wir erreichen, indem wir eine Softwareplattform zur Verfügung stellen mit vielen verschiedenen Hilfsmitteln für die Mieter, dass auch Menschen, die noch wenig Erfahrung haben, möglichst einfach sich das Gemüse selbst anbauen können und dass Menschen, die Land besitzen oder zur Verfügung haben, ihr Land über unser Portal an die anderen Leute vermieten können. Also es ist nicht so eine Art Franchising, was der anstrebt, sondern du bist quasi nur du bietest die Plattform an, über die jetzt Landeigentümer, die von der Idee überzeugt sind und die das auch machen wollen, sich quasi mit dir in Verbindung setzen können und dann läuft das alles über diese Plattform. Genau, jetzt fangen wir aber an, auch noch damit Felder selbst zu betreiben. Das heißt, das ist die mittelfristige Idee, dass die nur noch über unsere Plattform vermietet werden. Die ersten Felder, die nächsten Felder jetzt, wollen wir dann auch noch selbst betreiben. Gut, jetzt wäre ich jemand, der ein Stück Land hat. Meins kriegst du nicht, aber jetzt wäre ich jemand. Ich rufe dich an und sag, ich habe hier ein Stück Land, finde ich toll, das Projekt möchte ich auch machen. Dann fährst du da vorbei und erklärst ihm das oder? Zum Beispiel, ja. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass er einen Mikrolandwirtschaftsgemeinschaftsgarten selbst betreibt und es nur über unsere Website vermietet. Und die Mieter dann, hat jedes Feld hat eine eigene Social-Media-Plattform, also so eine Art Facebook, wo der Gemeinschaftsaustausch stattfinden kann. Oder er sagt, ich habe hier das Land, das würde ich gerne euch vermieten, macht da einen Mikrolandwirtschaftsgemeinschaftsgarten und dann machen wir das. Unter Umständen, wenn das eben passt, dann übernehmen wir auch die Werbung, dann übernehmen wir eben die Grundausstattung, also eine Werkzeughütte mit Werkzeug, einen Gemeinschaftsplatz mit einer Picknickbank, Sonnenstühlen. Sonnenstühle, ganz wichtig. Genau. Ah, toll. Wir kümmern uns um die Wasserversorgung und Kompost, Mist und eben was dazu gehört. Bertram, dass hier keine Chemie auftaucht, keine blauen Körnchen und keiner mit der Sprüh, versteht sich von alleine. Also eine gewisse ökologische Gesinnung gehört schon dazu. Genau. Das haben wir auch in unserem Vertrag festgeschrieben. Und in unseren Anleitungen und Mischkulturen orientieren wir uns an der Permakultur. Wir machen so Hügelbeete, verwenden Kompost, mulchen viel und machen auch unseren eigenen Kompost. Bertram, ich sehe hier, da gibt's ganze Reihen von Bergen roter Beete oder dergleichen. Wenn jetzt jemand hier auf deiner Parzelle zu viel geerntet hat, was macht er damit? Dafür haben wir einen Marktstand, in dem man seine überschüssige Ernte
reintun kann und dann eben verschenkt an die anderen Mitgärtner. Ansonsten haben wir auch schon viel eingemacht. Wie viel hast du geerntet auf deiner Parzelle? Auf deinen 100 Quadratmeter. Hast du das irgendwie nachgehalten? Wir haben Fotos davon gemacht, aber das war so viel, dass wir seit Mitte Mai eigentlich immer zu viel zu essen hatten. Und die größte Aufgabe war eigentlich das Verschenken von Essen oder das Verteilen von Essen an Verwandte, Freunde und das selber zubereiten natürlich. Bertram, ein Blick in die Zukunft, 5 Jahre. Wo bist du dann? Manager eines Mikrolandwirtschaftsunternehmens, was sich über ganz Europa spannt. Wo siehst du dich? Das ist schwer. Es ist unvorhersehbar. Also Airbnb ist unser Vorbild. Wir wollen schnell wachsen. Und vor 10 Jahren hätte auch niemand geglaubt, dass der Hotelmarkt sich so schnell wandelt und Airbnb so schnell zu einem der wertvollsten Übernachtungsanbieter der Welt wird. Ich sehe, du siehst uns alles sehr technisch. Du kommst aus der Technikbranche. Okay, wir haben nichts mehr vergessen. Ich gebe jedem, auch dir, die Möglichkeit, am Ende eine Botschaft an die paar Leute da, die bis jetzt durchgehalten haben, zu senden. Aber jetzt keine Werbeveranstaltung, sondern deine persönliche Botschaft. Was würdest du den Leuten mitteilen wollen? Also ich wünsche mir, dass wir hinkriegen, von einer industriellen Landwirtschaft zu einer gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft zu kommen. Und da brauchen wir natürlich die Hilfe von vielen. Wir brauchen neue Flächen. Wir suchen Leute, die neue Gemeinschaftsgärten wie den hier initiieren und freuen uns natürlich, wenn die Leute auf uns zukommen. Okay, in diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken, ihr nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten, da kann ich noch mehr solche interessanten Projekte vorstellen. Apropos interessante Projekte, haben Sie eins, züchten Sie Ackerwinden, Kängurus oder haben irgendeine interessante Angelegenheit, die irgendwas mit Nahrungsmitteln, Selbstversorgung, einer besseren, anderen Zukunft zu tun hat, melden Sie sich bei mir, ich komme vorbei, wir machen ein Video, ich bin ein umgängliches Kerlchen. Ja. Sehr. Ich quatsch viel, was? Geht. Okay. Ich komme vorbei und dann machen wir auch ein Video und bringen das der Welt etwas näher. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.